Jetzt dürfen wir uns freuen, den Hans Cousteau am Mikrofon zu begrüßen. Hans Cousteau, wer ihn noch nicht kennt, ist Schweizer Drogenforscher, Musikwissenschaftler und ohnehin immer für die Belange einer guten, schönen Stadt Berlin, in der wir weiterleben wollen. Und so auch natürlich für den Hanf. Also das Mikro frei für Hans Cousteau. Ja, herzlich willkommen hier auf der Hanfparade 2014 in Berlin. Es ist schon einige Jahre her, da wollte ein Wagen auf der Hanfparade fahren und da stand auf der Seite vollständige Legalisierung im Rahmen der FDGO. Und da kam die Polizei, sagte, der darf nicht mitfahren. FDGO, das ist sicher was Böses. Das ist was Terroristisches. Und es dauerte lange, bis er die Polizistinnen und Polizisten überzeugen konnte, dass FDGO ein gängiger juristischer Begriff ist. Der heißt nämlich freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn man sich fragt, woher wir diese freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, da muss man in der Geschichte gut 200 Jahre zurückgehen, ins Jahr 1789 nach Paris. Da haben die Revolutionäre nämlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verfasst und veröffentlicht. Die haben dafür gekämpft, schwer gekämpft. Und sie haben zwei Artikel da hineingeschrieben, die ganz wesentlich für uns sind. Nämlich, dass der Mensch alles tun darf, solange er mit seinem Tun die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Das heißt, jeder Mensch darf sein Leben so genießen, wie er will, solange er den Genuss anderer nicht beeinträchtigt. Und von den 17 Artikeln in dieser Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte haben sie gleich zwei für dieses Thema eingenommen. Nämlich der fünfte Artikel, der heißt, es darf kein Gesetz erlassen werden, das gegen Artikel 4, nämlich die Freiheit, alles tun zu dürfen, solange man die anderen nicht einschränkt, erlassen werden. Jetzt zeigt sich, das Betäubungsmittelgesetz verstößt gegen diesen Grundsatz. Weil, wenn ich kiffe, dann beeinträchtige ich nicht andere in ihrem Lebensgenuss. Und wenn ich Zauberpilze esse oder wenn ich DMT rauche, dann beeinträchtige ich keine anderen Menschen in ihrer Lebensqualität. Und deshalb müssen diese Paragraphen weg, damit endlich die bürgerlichen Freiheiten für alle gelten, nämlich auch für uns, die wir gerne mal einen kiffen. Es ist also nicht nur eine Frage nach Legalize it, sondern es ist auch eine rechtsphilosophische Frage, inwieweit fühlt sich die Gesellschaft verpflichtet, Leute einzuschränken, solange sie selbst andere Leute in ihrem Lebensgenuss nicht einschränken. Und hier müssen wir kämpfen, damit endlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte auch in diesem Land umgesetzt werden. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Hans Cousteau, für die klaren Worte. Das ist nie zu oft gesagt, wie das denn gesetzlich alles irgendwie sich so gestaltet in unserem Staate.